Der junge Menschen lernen Jesus kennen und lieben, folgen ihm nach und befeuern dadurch einen geistlichen Aufbruch in unserem Land. So habe ich vor ein paar Wochen den Wunsch, das Ziel für unser Wiedenester Sola beschrieben. Aber das ist für mich nicht nur der Wunsch fürs Wiedenester Sola, sondern für jedes einzelne der über 50 Solas hier bei uns in Deutschland. Ich sitze hier im Gebetsraum von Wiedenest, ein genialer Ort. Hey, und ich will euch mit reinnehmen, warum wir diese Aktion Sola betet, diese Gebets- und Fastenwoche im April starten wollen. Hey, durch Sola schaffen wir seit über 30 Jahren schon jeden Sommer Raum für ganz viele junge Menschen, damit sie sich in Jesus verlieben können. Und ich habe letztens Statistiken gelesen, die haben mich echt nochmal begeistert und motiviert und inspiriert. Dort wurde herausgefunden, dass 86% der Menschen in unseren Breitengraden, also in der westlichen Welt, die mit Jesus unterwegs sind, diese grundlegende, weichenstellende Entscheidungen dafür im Alter zwischen 4 und 14 getroffen haben. Und 60% von denen haben das auf einem Camp, auf einem Sommerlager, auf einer christlichen Freizeit gemacht. Boah, was für ein Grund für Sola, was für ein Grund, einmal mehr Gas zu geben, dass die Kids, die Teens einen genialen Sola-Sommer haben. Zweites Anliegen ist natürlich, dass es nicht nur eine geniale Freizeit auf dem Lagerplatz ist und dass die da Momente mit Gott auf dem Lagerplatz haben, sondern dass das Ganze im Alltag nachhallt und dass sie wirklich in eine Jesus-Nachfolge kommen, in ihren Schulen, da wo sie unterwegs sind, dass Sola wirklich einen Unterschied in ihrem Alltagsleben macht. Ja, und das Dritte ist, wenn dann unsere Teilnehmenden, unsere Mitarbeitenden durch Sola irgendwie ganz stark auch nochmal mit Gott Begegnungen hatten, dass sie ja wie so Fackeln sind, die dann in die Gemeindelandschaft zurückgeführt werden oder zurückgehen und dadurch einen geistlichen Aufbruch in unserem Land befeuern. Freunde, seit Sommer habe ich so eine Erwartung, so eine Hoffnung, so einen Glauben, dass Gott auch in unserem Land einen geistlichen Aufbruch schenken will. Man mag es kaum glauben, aber wir leben gerade in der erweckungsreichsten Zeit jemals. Jeden Tag kommen so viele Menschen zum Glauben an Jesus wie nie zuvor, nur nicht bei uns in der westlichen Welt. Und ich würde sagen, hey, lasst uns damit nicht zufrieden sein. Lasst uns auf unsere Knie gehen und sagen, Gott, wir wollen, dass du dasselbe hier in Deutschland tust, was du in Afrika tust, was du in Asien tust, was du wo auch immer tust. Und wenn man sich mal anguckt, was ist etwas, was geistlichen Aufbrüchen in der Regel vorausgeht, ist das einfach eine Hinwendung zu Gebet. Gebet ist so ein Schlüssel, Gebet ist so eine Einladung Gottes an uns, irgendwie Teil von seiner Geschichte zu werden. Und deswegen ist dieser Gedanke entstanden, dass wir als Sola deutschlandweite Community eine gemeinsame Kick-Off-Woche machen wollen, wo wir über Zoom Gebetszeiten haben, wo es jeden Tag eine Gebetsmail geben soll, wo wir einfach miteinander verbunden sind, jetzt wo die heiße Vorbereitungsphase beginnt, um für den Sola-Sommer zu beten. Ich habe richtig Bock drauf, wenn man mal guckt, hey, alle Solas zusammen, wir sind locker 5.000 bis 10.000 Mitarbeitende, haben echt einen Pool und dass da ein Funke überspringt, dass wir zusammen sagen, boah, wir suchen Gott, wir schauen uns sein Angesicht an, kriegen dadurch Kraft und Mut und Ausrichtung für den Sommer, was ja teilweise echt auch manchmal Herausforderungen birgt oder einfach viel sein kann, wenn man nebenbei noch arbeitet, alles Mögliche macht und dann irgendwie noch Sola on top hat. Hey, wir wollen beten, dass Gottes spürbare Gegenwart auf unseren Lagerplätzen zunimmt, dass seine Kraftwirkungen auf unseren Lagerplätzen zunehmen, dass er kommt mit seiner Wahrheit und Lüge entmacht, dass er kommt mit seiner Wahrheit und falsche Gottesbilder wegnimmt, dass er dunkle Gedanken wegnimmt, dass er vielleicht Heilungen schenkt, dass er Befreiungen schenkt, dass wir wirklich ja so dieses Gnadenjahr erleben dürfen, was Jesus angekündigt hat. Herr, und ich will dich ganz herzlich dazu einladen, mit Teil davon zu sein. Hier unten kannst du dich für einen Newsletter eintragen, der einfach nur für diese Kick-Off-Gebets- und Fastenwoche ist. Und du kannst einen Tag mitfasten, du kannst auch gar nicht mitfasten, du kannst 5 Tage mitfasten. Es ist einfach eine Einladung, dass wir als deutschlandweite Sola-Community zusammen beten wollen, zusammen Gebetsgemeinschaft vor unserem Gott haben wollen, um für einen genialen Sommer auf den verschiedenen Lagerplätzen in unserem Land zu beten, dass Gott ganz, ganz viele junge Menschen findet, dass sie in die Nachfolge kommen und dass dadurch ein geistlicher Aufbruch in unserem Land befeuert wird. Hey, ich würde mich tierisch freuen, wenn du mit dabei bist. Meld dich an für den Newsletter, dann kriegst du alle Infos und dann sehen wir uns bei unserem ersten Zoom-Gebetstreffen. Ich freue mich drauf.